Einen wunderschönen guten Mittag, morgen Abend, wann auch immer du dir dieses Video jetzt anschaust. Ich finde es mega, mega geil, dass du bei diesem Video hier gelandet bist, weil das bedeutet, du hast dir das erste Video angeschaut und du bist interessiert an dem ganzen Thema und du hast verstanden, wie wichtig dieses Thema ist. Ja? Und genau deswegen freue ich mich mega darauf, dass ich heute ein weiteres Gesetz mit dir teilen darf. Ja? Und zwar geht es heute in diesem Video um ein Gesetz, das erstmal sehr interessant klingt und noch interessanter ist, als es klingt. Ja, es geht um das Gesetz des Geschlechts. Erstmal vorab, es geht überhaupt nicht um die Sexualität. Es geht nicht um Männer und Frauen. Es geht um das Geschlecht. Klingt jetzt komisch, ist irgendwie ein Widerspruch in sich, aber, in diesem Gesetz, ja, das Gesetz des Geschlechts besagt, dass in jeder Person, in jedem Menschen maskuline sowie feminine Energie steckt. So, und genau darauf möchten wir heute eingehen. Ich habe hier unten ein paar Notizen, meine Haare spielen verrückt. Ich habe hier unten ein paar Notizen, damit ich ja nichts vergesse oder auslasse, deswegen wundere dich nicht, wenn ich ab und zu mal runtergucke, ja. Und zwar, ja, ist ganz, ganz wichtig, dass du verstehst, weil ich ja vorhin jetzt gerade einmal gesagt habe oder gerade eben erst gesagt habe, dass es in diesem Video nicht oder bei diesem Gesetz nicht um die Sexualität geht. Ja, ist ganz, ganz wichtig zuallererst, dass du verstehst, dass es hierbei um die sogenannten, Achtung, Fachbegriff, ja, dass es um die sogenannten archetypischen Eigenschaften, ja, von der maskulinen sowie femininen Energie geht. Was sind denn archetypische Eigenschaften? Ganz einfach, archetypische Eigenschaften sind Eigenschaften, die wir nicht hören und nicht sehen können. Okay? Bedeutet, wir werden heute auf die archetypischen Eigenschaften eingehen. Was sind die maskulinen Archetypen-Eigenschaften? Was sind die femininen archetypischen Eigenschaften? Und warum ist es wichtig, dass du verstehst, was zu wem gehört? Ja? Und warum ist genau dieser Bereich auch für dich geschäftlich sowie privat extrem wichtig? So, okay, lass uns erstmal damit anfangen. Es gibt ja immer solche Klischees. Ja, es gibt ganz, ganz viele Klischees und da stuft man direkt Männer und Frauen ein. Ja, und ich möchte dir einfach mal ganz kurz ein Beispiel geben, damit du verstehst, dass die archetypischen Eigenschaften einer Person mehr aussagen als die Sexualität einer Person. Zum Beispiel, ja, beziehungsweise als das Geschlecht selber der Person. Ihr wisst, was ich meine. Ja, zum Beispiel gibt es ja so ein Klischee, wo es heißt, Frauen können besser kochen, ja. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass die meisten Chefköche Männer sind? Und ich finde, alleine das zeigt schon, dass das doch gar nicht am Geschlecht liegen kann, sondern an der Energie. So, klingt jetzt erstmal recht verrückt am Anfang, aber wir werden das Ganze runterbrechen, wir werden Step by Step gemeinsam durchgehen, deswegen hol dir gerne was zu schreiben, ja, ist so super interessant und ich bin mir sicher, dass du da auch einige Sachen dabei haben wirst, die du gerne mitschreiben würdest, ja, daher hol dir jetzt schon was her, mach sie gemütlich, mach den Kaffee oder sonst irgendwas und dann lass uns einfach mal komplett loslegen mit diesem Thema. Lass uns doch erstmal damit anfangen, was sind denn zum Beispiel maskuline archetypische Eigenschaften. Maskuline archetypische Eigenschaften sind unter anderem der Verstand. Den kannst du nicht sehen, den kannst du nicht hören. Der Verstand. Okay? Dann unser Lieblingswort, um erfolgreich zu werden. Drei Buchstaben. Rate mal. Richtig. Tun. Okay? Menschen mit einer hohen maskulinen Energie, die kommen einfacher ins Tun. Die haben keine Schwierigkeiten dabei, etwas einfach umzusetzen. So, Zielplanung. Menschen mit einer hohen maskulinen Energie, ja, die können ihre Ziele, ihre Zielplanungen viel, viel, viel einfacher zusammenstellen. So, Fokus. Fokus. Menschen mit einer hohen maskulinen Energie können fokussierter arbeiten, ja, können allgemein, ja, besser mit Fokus umgehen. So, Kontrolle und Standhaftigkeit. Das sind so ein paar Beispiele, damit du dir vorstellen kannst, was mit maskulinen archetypischen Eigenschaften gemeint ist. So, jetzt ist das Wichtige, was du verstehen darfst, ja, was der Unterschied ist zwischen diesen zwei archetypischen Eigenschaften oder Bereichen. So, was sind denn so typische feminine archetypischen Eigenschaften? Jetzt wird es interessant, da sind nämlich ein, zwei Sachen dabei, wo man sich vielleicht zuallererst mal so denkt, ist das wirklich eine feminine archetypische Eigenschaft? Ja, ist es. Ja, zum Beispiel die Intuition. Die Intuition ist eine feminine
archetypische Eigenschaft. Oh Gott, es ist schwierig, das immer so auszusprechen. Dann die Kreativität. Menschen mit einer hohen femininen archetypischen Eigenschaft, ja, sind femininer. Sind femininer. Sind kreativer, meine ich natürlich, nicht femininer. So, was gibt's noch? Die Prozessliebe. Die Prozessliebe ist auch eine feminine archetypische Eigenschaft. Kleines Beispiel dafür. Ja, das geht jetzt wieder zur Frauenwelt. Ja, aber wie gesagt, das ist einfach so ein Klischee. Ja, wenn du irgendwie mal Freunde oder Bekannte hast, die mal schwanger waren, ja, oder du selber vielleicht mal schwanger warst, also wenn du als Frau zuschaust, ja, kannst du mir bestimmt zustimmen, dass die meisten Leute sagen, hey, ich liebe die Schwangerschaft, ich wäre gerne wieder schwanger, aber würde das Kind nicht gern nochmal gebären. Ja, Frauen lieben es, schwanger zu sein. Das klingt echt verrückt. Aber die meisten Frauen, die schwanger waren, die haben es geliebt, schwanger zu sein, den Prozess mitzuerleben. Ja, nach der Geburt war es dann wieder, ja, naja. Aber einfach so als kleines Beispiel. Dann eine feminine, archetypische Eigenschaft, ob du mir glauben willst oder nicht, ist die Stärke. Und nochmal zum Verständnis. Es geht nicht um Eigenschaften, die du sehen oder hören kannst. Es geht um Eigenschaften, die du nicht hören oder sehen kannst. Ja, so, das halten wir nochmal fest. Jetzt ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du aber verstehst, jede Frau trägt auch maskuline Energie in sich. Und jeder Mann trägt auch feminine Energie in sich. Ja, bedeutet, wir tragen beides in uns. Ich trage feminine sowie auch maskuline Energie in mir. So, jetzt ist das Ding. Okay, fangen wir mal an mit so einem kleinen Beispiel der Yin und Yang. Jeder hat schon mal von dem Yin und Yang was gehört, aber die wenigsten haben sich mal so richtig damit auseinandergesetzt. Wusstest du, dass der Yin und Yang das Gesetz des Geschlechtes repräsentiert? Interessant, oder? Du weißt, es gibt eine weiße Seite mit einem schwarzen Punkt und es gibt eine schwarze Seite mit einem weißen Punkt. Das heißt, in jedem Bereich, in dem Yin befindet sich auch der Yang, in dem Yang befindet sich auch der Yin. So, der Yang ist die weiße Seite mit dem schwarzen Punkt, okay? Und der Yang repräsentiert die maskuline Energie. Yang, weiß, maskuline Energie. So, steht für Licht, für Sommer, für Wärme, okay? Der Yin, die schwarze Seite, repräsentiert die feminine Eigenschaft, die feminine Energie. So, steht für Sanftigkeit, Ruhe, Kraft, aber Dunkelheit. Okay, hört sich echt interessant an. Es wird gleich mehr schon Sinn ergeben. So, ganz kurz Mädels, einfach so just by the way für dich. Ja, wenn du zu den Mädels gehörst, die sagen, alle Männer sind gleich, sagst du dementsprechend auch gleichzeitig, alle Frauen sind gleich. Warum? Weil in dem einen befindet sich auch das andere. In dem anderen befindet sich auch das eine. Du verstehst, was ich meine, okay? Das heißt, wenn du sagst, alle Männer sind gleich, sagst du auch, alle Frauen sind gleich. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz nochmal auf den Yin und Yang ein, ja? Der Yin und Yang repräsentiert das Gleichgewicht von beiden Energien, von der maskulinen und der femininen Energie. Ja, der Yin und Yang repräsentiert das Gleichgewicht von beiden Energien. Jetzt ist ganz wichtig, dass du verstehst, dass ein Gleichgewicht in diesem Bereich extrem, extrem wichtig für dich ist. Weil wenn deine feminine und maskuline Energie im Ungleichgewicht ist, stagnierst du. Du bleibst irgendwo stecken und kommst nicht weiter. Du wirst später gleich nochmal verstehen, warum du feststeckst, warum du dann nicht weiterkommst. Ja, und tatsächlich, ja, klingt jetzt auch wieder verrückt, dieser Call, dieses Video wird recht verrückt. Ja, klingt auch wieder verrückt, aber ein Ungleichgewicht dieser beiden Energien kann sogar zu Krankheiten führen. Ein Mensch mit zu hoher maskuliner Energie, könnte auch eine Frau sein nochmal, just a reminder. Ein Mensch mit einer zu hohen maskulinen Energie könnte zu einem Narzisst werden, könnte zu einem, ja, zu einem Menschen werden, der keine Empathie hat und, ja, der ein Kontrollfreak wird und so weiter und so fort. Und ich möchte betonen, dass der Narzissmus zum Beispiel wirklich eine Krankheit ist, okay?
Menschen mit einer zu hohen femininen Energie leiden meistens unter mentalen Krankheiten, weil sie alles zu persönlich nehmen und. Das heißt, wirklich so ein Ungleichgewicht in beiden Energieformen, ja, bringt dich nicht nur in eine Stagnationsphase, wo du einfach nicht mehr weiterkommst, sondern kann im schlimmsten Fall sogar zu Krankheiten führen, zu mentalen Krankheiten führen, okay? So, jetzt eine Sache, die super witzig ist und übrigens, zu was diese Krankheiten etc. angeht oder halt gleich Ungleichgewicht und, da hatten wir im Video Nummer 1 auch das Thema mit den Schattenseiten etc., okay? Also, gehört da auch ein bisschen mit rein. So, meine Frage an dich, wenn du mal an die Natur denkst, ja, für die Natur haben wir in der deutschen Sprache ein Anhängsel. Und für den Staat haben wir in der deutschen Sprache ein Anhängsel. Denk mal scharf nach, die Natur und der Staat. Richtig. Wir sagen in der deutschen Sprache die Mutter Natur und der Vater Staat. Aus einem ganz bestimmten Grund. Menschen, die Politiker sind, okay, die Politiker zum Beispiel, das sind meistens Menschen, die eine sehr hohe maskuline Energie haben. Und wegen den Klischees nennen wir das dann der Vaterstaat. Okay, bedeutet, das sind Menschen, die müssen Entscheidungen treffen können, die müssen auch mal auf den Tisch schauen können, die müssen auch mal, klingt jetzt echt hart, aber radikal sein müssen, die müssen auch mal sagen, hey, hier ist Grenze, fertig. Ja, die Mutter Natur repräsentiert ja schon das Tageslicht, die Nacht, die Sonne, der Mond und, ja, die Pflanzen draußen und so weiter und so fort. Ja, hört sich schon alles sehr Mami-mäßig an. So, also auch vielleicht super interessant, damals zu verstehen, warum man die Mutter Natur und der Vater Staat sagt. Ja, und zwar, wie kannst du das Ganze jetzt auf dein Business projizieren? Wie kannst du das Ganze jetzt in deinem Business anwenden, ja, damit du verstehst, okay, hey, ich muss für ein Gleichgewicht sorgen, ja? Weil ich finde es ganz interessant, ich hatte mal, als ich noch Platinum 1000 war, einen Call, ja, mit einer aus einem anderen Team, habe sie gefragt, du bist schon länger als ich in diesem Geschäft, wie nimmst du denn dein Team richtig an die Hand? Wie leitest du denn dein Team richtig? Und ihre Antwort war ganz einfach, ich bin Mama und Papa zugleich für mein Team. Es gibt Momente, wo ich auf den Tisch schaue und sage, nein, jetzt reicht's, jetzt wird das und das gemacht. Ja, das ist der Weg, da müssen wir lang. Und es gibt Momente, wo ich sage, komm, erzähl mir deine Probleme, ich höre dir zu. Ja, und deswegen ist wichtig, dass du wirklich lernst und verstehst, was die maskuline Energie ausmacht und was die feminine Energie ausmacht, damit du einfach an dir arbeiten kannst und für ein Gleichgewicht sorgen kannst. So, jetzt musst du dir vorstellen, es gibt gewisse maskuline Energien, die ein Mann von Natur aus hat. Ein Mann. Und es gibt gewisse feminine archetypischen Eigenschaften, die eine Frau von Natur aus hat. Was glaubst du, ist zum Beispiel, fangen wir an mit den Ladies. Nee, doch, fangen wir an mit den Ladies. Was glaubst du, ist eine feminine archetypische Eigenschaft, die Frauen von Natur aus haben? Denk mal scharf nach. Eine feminine, archetypische Eigenschaft, die eine Frau von Natur aus hat. Eine Frau hat von Natur aus einen Mutterinstinkt. Den haben Männer nicht von Natur aus. Den müssen Männer sich antrainieren. Aber eine Frau, ein Mädchen hat das von Natur aus. Mädels, ihr kennt das ganz genau, ja. Wenn man so diesen Drang hat, auf Freunde aufzupassen, für Freunde da zu sein, ihnen zuzuhören und sie zu unterstützen und wenn sie mal einen Abend zu viel getrunken haben, sie nach Hause zu begleiten und. Das ist der Mutterinstinkt, den wir haben, noch bevor wir ein Kind auf die Welt bringen. Ihr wisst, was ich meine. Oder gebären. Egal. Ja. Denn es ist eine feminine, archetypische Eigenschaft, die wir Frauen von Natur aus haben. Die Männer sich allerdings antrainieren müssen. Männer müssen es sich antrainieren, ja, zu sagen, hey, ich muss dann einfach ein bisschen fürsorglicher sein und. Eine maskuline, archetypische Eigenschaft, die Männer von Natur aus haben, was könnte das sein? Eine maskuline, archetypische Eigenschaft, die ein Mann von Natur aus hat. Ratter, ratter, ratter.
Es ist die Dominanz. Ein Mann lernt schon, beziehungsweise hat schon von seiner Geburt aus, ja, diese maskuline, archetypische Eigenschaft in sich. Ja, ein Mann weiß von Natur aus, ja, wie man leitet, wie man führt, wie man auf den Tisch schauen kann, wie man mal sagen kann, hey, jetzt ist genug. Ja, Frauen müssen sich diese maskuline, archetypische Eigenschaft erstmal antrainieren. Und just by the way, das ist auch der Hauptgrund dafür, warum es hier im deutschsprachigen Raum noch keine Chair Lady gibt, aber dafür ganz schön viele Chair Mans gibt. Ja, weil die Männer das, weil das von den Männern eine maskuline, archetypische Eigenschaft ist, die sie von Natur aus haben. Und wir Frauen, wir dürfen uns das antrainieren. Denk mal an alle P2K and above Ladies, P2K and P5K Ladies. Was haben all diese Ladies gemeinsam? Richtig. Sie können auch mal auf den Tisch schauen. Sie können auch mal sagen, nein, sie sind keine Frauen, die, oh, mein Nagel ist abgebrochen, sagen, sondern das sind Frauen, die sagen, scheiß drauf, ich mache mir die Nägel einfach neu. Ich mache selber, ich brauche nicht mehr ins Nagelstudio gehen, ist mir egal. Ja, so nach dem Motto. Okay? So. Ich finde es auch interessant, weil ich nämlich unsere Chairman 50 Ableiter Richard Bündner mal gefragt hatte, was glaubst du denn, warum es hier bei uns im deutschsprachigen Raum noch keine Chairlady gibt? Und seine Antwort war sehr interessant. Ja, seine Antwort war ganz einfach, weil ihr Frauen eure größte Stärke gleichzeitig als eure größte Schwäche annimmt. Ja, und ich saß erstmal dran, dachte mir so, ich habe jetzt mit keine Ahnung was von der Antwort gerechnet, aber nicht mit so einer. Ja, dementsprechend habe ich nachgehakt und meinte, was genau meinst du damit? Ja. Er hat gesagt, schau mal, ihr könnt euch so gut um Leute kümmern. Ihr könnt so fürsorglich sein. Ihr könnt für eure Teampartner da sein. Aber wenn mal einer quittet, dann tut es euch so weh, diese Person loszulassen. Genau deswegen stehst du dir selber im Weg, weil in diesem Moment fehlt dir die maskuline Energie. Du kannst diesen Teampartner nicht loslassen, ja, und bleibst stehen. Du kommst nicht mehr weiter oder voran. Okay? So. Dann. Zu guter Letzt möchte ich jetzt, zu guter Letzt, also das war es eigentlich auch schon zu dem Thema, das ist ein Thema, was eigentlich gar nicht so kompliziert ist, ja, zu guter Letzt möchte ich dir zwei Übungen mitgeben. Zwei Übungen, wie du für dich rausfinden kannst, ob bei dir eher die maskuline oder die feminine Energie dominiert, ja, ob du, oder ob du eben bereits ein Gleichgewicht hast, was natürlich traumhaft wäre, was super wäre, ja. Aufgabe Nummer eins ist, oder Übung, nicht Aufgabe, Entschuldigung, mein Gott, Übung Nummer eins ist, du erstellst dir eine Liste mit deinen Stärken und Schwächen. Achtung, bitte nur archetypische Eigenschaften aufschreiben. Ja? Das heißt nicht sagen, ich kann gut singen, ja, und ich kann schlecht jonglieren oder was auch immer, sondern archetypische Eigenschaften, Eigenschaften, die man nicht sehen und hören kann. Stärken, ja, zum Beispiel, ich bin fürsorglich, ich bin empathisch, ich bin bla 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 bla. Okay? Und dann deine Schwächen. Ich habe nicht so viel Durchsetzungsvermögen, ich kann nicht fokussiert bleiben, bla 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 bla. So, und was du jetzt machst ist, du holst dir zwei Stifte her, wenn du deine Stärken und Schwächen aufgeschrieben hast, holst du dir zwei Stifte her. Und du malst alles, nehmen wir mal an, pink an, Klischee des Grauens, alles pink an, jede archetypische Eigenschaft pink an, die feminin ist. Pink anmalen. Bei den Stärken, sowie aber auch bei den Schwächen. Dann nimmst du eine andere Farbe her, Klischee des Grauens, grün, und malst alle maskulinen archetypischen Eigenschaften grün an. Und dann schaust du dir deine Liste mal an. Wenn bei dir die Farben schön aufgeteilt sind, top. Wenn du siehst, dass deine Stärken komplett pink, deine Schwächen komplett grün sind, weißt du, okay, die feminine Energie überwiegt. Ich brauche Gleichgewicht, okay? Oder auch andersrum. Wenn du siehst, okay, bei deinen Stärken ist alles grün, bei deinen Schwächen ist alles pink, weißt du, okay, ich brauche mehr feminine Energie. Und dann kannst du dir nämlich nochmal das Video angucken, damit du weißt, was feminine archetypische Eigenschaften sind, die du dir antrainieren kannst. Und das ist wirklich das Gute daran, du kannst dir diese Eigenschaften antrainieren, ja? So, die zweite Übung ist, um für dich herauszufinden, ob deine feminine oder maskuline Energie überwiegt, ist, es gibt zwei Phasen in dieser Übung. Ja, Phase 1 ist, du nimmst dein Handy, legst es daheim ab und gehst raus für eine volle Stunde. Du gehst raus,
und du genießt die Zeit mit dir selber. Wenn du diese Stunde verbringen kannst, ohne dass du dir denkst, oh, wann ist die Stunde rum, wann ist die Stunde rum, wann ist die Stunde rum, dann herzlichen Glückwunsch, hast du ein gesundes Maß an femininer Energie, die du mit dir trägst, in dir trägst. Wenn dir das schwerfällt, dann weißt du, okay, du musst an deiner femininen Energie arbeiten. Um ganz offen und ehrlich zu sein, ich habe diese Übung gemacht und ich glaube, nach 15, 20 Minuten war das wahrscheinlich, habe ich mir schon gedacht, oh Gott, okay, ich muss jetzt echt langsam wieder heim. Ja, was soll ich denn jetzt hier noch so lange machen? Das heißt, ich habe für mich gemerkt, Janina, du darfst ein bisschen mehr an deiner femininen Energie arbeiten. Ja? Und jetzt nochmal, um klarzustellen, nur weil ich an meiner femininen Energie arbeiten darf, heißt das nicht, dass ich weniger weiblich bin. Ich hoffe, du kannst mir zustimmen, wenn ich dir sage, ich strahle Weiblichkeit aus. Ja, ich kleide mich weiblich, ich spreche weiblich. Und dennoch habe ich gemerkt, dass mir feminine, archetypische Eigenschaften fehlen. Okay? Für die zweite Übung, dabei geht es darum, rauszufinden, ob du genug ein gesundes Maß an maskuliner Energie in dir trägst. Da geht es nämlich darum, wieder das Handy auszumachen und wegzulegen und dann fokussiert eine volle Stunde lang etwas zu machen. Und bitte nicht falsch verstehen, du sollst dir keine Serie anschauen, du sollst dir kein Netflix anschauen, kein Film oder sonst was. Dafür musst du dich nicht fokussieren. Ja, du kannst dir eine Go-Live-Session angucken. Du kannst ein Buch lesen. Meinetwegen kannst du einen Schrank auseinanderbauen und nochmal zusammenbauen. Irgendwas, wo du eine volle Stunde fokussiert sein musst. Und wenn dir das nicht schwerfällt, weißt du ganz genau, dass du ein gesundes Maß an maskuliner Energie in dir trägst. Ja? Ich hoffe für dich, dass du diese Übungen mal machst und ausprobierst. Ich finde, da kann man extrem viel über sich selber lernen. Ja? Und man entwickelt auch ein besseres Verständnis für andere Menschen. Ja? Genau deswegen hoffe ich natürlich, dass dir dieses Video weiterhelfen konnte, dass du da ein bisschen mehr über dieses Thema gelernt hast. Ja? Wie immer, falls du Fragen hast, falls du dich austauschen möchtest oder sonst irgendwas, melde dich gerne bei mir auf Instagram. Mein Name ist Janina.a. Ja, ich connecte mich sehr, sehr gerne mit Leuten. Allgemein, du musst nicht unbedingt bei IM sein, einfach wenn du dich austauschen möchtest. Ja, ansonsten würde ich sagen, das war's soweit mit Video Nummer 2. Und ich wünsche dir jetzt schon mal ganz viel Spaß bei Video Nummer 3. Ciao, ciao.